Hallo Leute, ich möchte euch heute eine ganz, ganz, ganz tolle Kampagne vorstellen, wo ihr auch mitmachen könnt, wo ich mitmachen werde und was mir auch sehr am Herzen liegt. Und zwar von Story Sisters. Da geht es um Female Empowerment und ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge zu mir. Und da geht es halt darum, Frauen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht so wie ich jetzt in der Öffentlichkeit stehen und das rausposaunen können, sondern die auch gehört werden wollen. Und das finde ich richtig toll. Das heißt, ihr könnt eure Geschichten bei Story Sisters einsenden lassen und ich werde sie nacherzählen. Natürlich alles komplett anonym, alles diskret, aber es geht einfach darum, dass wir jeder Frau eine Stimme geben können und jeder Geschichte vor allem. Hey Leute, ich bin's Shelly und heute erzähle ich euch mal meine Geschichte darüber, warum ich eigentlich auf Instagram keine Filter mehr benutze. Als das Ganze so mit Instagram angefangen hat, habe ich mir halt die Frage gestellt, mache ich das mit Filter, mache ich das ohne Filter, wie mache ich das überhaupt? Und dann habe ich mir halt gedacht, weil das irgendwie so zum Influencer-Sein dazugehört, weil ich das auch selber immer nur bei anderen gesehen habe, okay, benutzt du halt Filter, das macht eh jeder, das ist halt so das Standard-Instagram-Ding. Und dann habe ich aber relativ schnell nach 2-3 Wochen gemerkt, dass das irgendwie nicht ich bin, weil ich mich eben auch auf TikTok ganz natürlich gezeigt habe, ohne Filter. Und ich dachte, was denken sich die Leute, wenn die auf Instagram kommen und ich plötzlich ganz anders aussehe? Und was denken sich generell die Leute, wenn die mich erstmal so sehen und ich dann auf der Straße ganz anders aussehe? Und das war einfach nicht ich, weil ich eigentlich ein sehr natürlicher Typ bin. Also habe ich mich dann beschlossen, gar keine Filter mehr zu benutzen, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und das kam auch bei sehr, sehr vielen gut an. Und bei manchen kam das eben nicht so gut an. Ich bin dann eines Tages auf Twitter rumgescrollt und plötzlich sah ich da einen Post von mir. Das war dann ein Post, wo ich irgendein TikTok aufgenommen hatte und darunter stand halt, hat die gelbe Zähne, bah, warum hat die so gelbe Zähne, oh mein Gott, die soll sich mal die Zähne putzen. Und ich habe halt immer gedacht, ich habe ganz normale Zähne und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht gejuckt hat. Natürlich hat mich das schon so ein bisschen verletzt, weil ich mir dachte, okay, warum jetzt so viele und stimmt das? Und dann macht man sich natürlich schon so seine Gedanken. Aber da ist mir halt auch eben aufgefallen, wie verblendet die Leute von diesem Schönheitsideal ist, weil keiner ist mit naturweißen Zähnen, gebleachten Zähnen auf die Welt gekommen. Und in dem Moment habe ich es mir einfach zur Aufgabe gemacht, nicht so ein Bild zu vermitteln von jemandem Perfekten, von jemandem mit fetten Lippen. Ich habe ganz normale Lippen, ich habe eine ganz normale Nase. Und das ist mir halt auch wirklich wichtig, meinen Zuschauern weiterzugeben. Weil ich kenne das, wenn man plötzlich vor dem Spiegel sitzt und sich denkt, sind meine Lippen jetzt normal oder sind die wirklich dünn? Und genau, das war meine Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch vielleicht sogar ein bisschen Mut machen. Heute erzähle ich euch eine Geschichte von einer Zuschauerin. Viel Spaß! Ich war 13 Jahre alt und war auf dem Weg nach Hause. Da ich auf dem Heimweg von der Schule war, war es nicht so spät, ungefähr 13 Uhr. Ich hörte zwei Männer schreien, dachte mir aber nichts dabei. Als ich sie dann auf der Straße sah, die ich gerade überqueren wollte, schmissen sie eine Wodkaflasche nach mir. Obwohl sie mich verfehlten, erschrak ich und die Männer lachten mich daraufhin aus. Ich ging also weiter und wollte den beiden keine weitere Aufmerksamkeit mehr schenken. Als ich dann merkte, dass sie mir hinterherliefen und stöhnende Geräusche hinter mir machten, drehte ich mich um und bekam nur "Na, du Geile" zu hören. Danach fing ich an zu rennen und ließ die beiden immer noch lachend hinter mir. Mein Kopf war leer und ich rannte Slalom durch die Nachbarschaft. Als ich sie verloren hatte, fing ich an zu weinen. Nicht vor Trauer, sondern vor Wut, weil einfach alle zugeguckt haben und mir keiner geholfen hat. Heute kommt wieder eine Geschichte aus der Community. Viel Spaß! Für mich war es irgendwie schon immer klar, dass ich ein Junge bin. Allerdings bin ich biologisch weiblich. Damals, als ich 7 war, habe ich mich vor allem als Junge geoutet, da ich damals mit dem Begriff Trans noch nichts anfangen konnte. Akzeptiert wurde mein Outing nirgendwo und ich wurde aufgrund dessen oft beleidigt. Dieses Gefühl ist mit Sicherheit für viele sehr befremdlich, aber wenn ich als Frau auf die Straße gehe, ist es so, als würde ich komplett nackt sein. Ich war nicht stark genug, um mein Umfeld zu wechseln und habe mich deshalb zwanghaft weiblich gekleidet. Die Situation wurde dadurch aber immer noch schlimmer und ich habe schlussendlich dann meine Schule verlassen.
Ich bin mittlerweile auf einer sehr toleranten Schule und habe dort unfassbar liebe Menschen kennengelernt, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Vor allem kann ich auch endlich sein, wer ich bin. Das war die Geschichte aus der Community, eine sehr, sehr schöne, hoffnungsvolle Geschichte. Und falls es euch so geht, vielleicht konntet ihr euch ja sogar damit identifizieren. Bis dann!